Hier habt ihr endlich meine Kritik zu einem deutschen Film, der am 11. Juni 2015 in den deutschen und am 25. Juni 2015 in den österreichischen Kinos startet, und zwar zu Victoria von Sebastian Schipper. In Victoria geht es um die junge Spanierin Victoria, die seit wenigen Monaten in Berlin wohnt und eines Nachts vor einem Club die vier Jungs Sonne, Boxer, Blinker und Fuß kennenlernt, mit denen sie sich schnell anfreundet und gemeinsam die restliche Nacht verbringt. Als man erfährt, dass Boxer schon im Gefängnis war und noch jemandem einen Gefallen schuldet, hält die zuvor fröhliche Stimmung und Victoria wird nun unfreiwillig zur Komplizin bei einem Verbrechen. Und wie das Ganze so aussieht, seht ihr nun im Trailer. Jetzt Boxer. Und jetzt Blinker. You're a Berlin guy, then. I show you our world. Are you stealing? You touch my ass. Say sorry. Also? With a heart. Sorry. I have to do Boxer a favor. It's something bad to do. Boxer! The car is not going on! The car is not going on! I want to go with you. Was ist das für eine Scheiße? Sie spricht kein Deutsch? Okay. Mann! Boxer, was ist das für eine Scheiße, Mann? Hey, Ruf hey, Boxer! Nobody talks in Germany in the elevator. It's forbidden. I'm gonna break the rules. I'm gonna break the rules. I'm glad to be here in Berlin. Ich wurde erstmals auf den Film aufmerksam, als ich mir vor ein paar Monaten Kritiken zu Berlinale-Filmen durchlas und war damals schon sehr an dem One-Shot-Konzept des Films interessiert. Als der Film dann auch noch sämtliche deutsche Filmpreise abstauben konnte, sah ich mich verpflichtet, den Film im Kino anzuschauen. Spätestens im Kino kam dann die Erleuchtung, denn Victoria ist tatsächlich der bisher für mich beste Film, den ich 2015 gesehen habe. Und nicht nur das, sondern gar einer der besten Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Als ich erstmals hörte, dass der Film in einer einzigen Kameraeinstellung gedreht wurde, dachte ich mir, ja gut, vermutlich wurde der Film über 3-4 Locations gedreht, was über die lange Laufzeit auch schon eine fantastische Leistung gewesen wäre. Ich meine, wir hatten Filme, die Ähnliches ausprobierten. Es gab zum Beispiel schon mehrere Filme, die so zusammengeschnitten wurden, dass sie aussahen wie ein einziger Take, wie zum Beispiel Alfred Hitchcocks Rope, also Cocktail für eine Leiche, oder natürlich auch Birdman. Der einzige Film, der nur eine einzige Einstellung ohne jeglichen Schnitt ist, der mir jetzt auf die Schnelle einfällt, ist Russian Ark. Dieser spielt aber nur in einem Museum und hat auch keinen wirklichen Plot. Victoria hingegen wurde über sage und schreibe 22 Locations gedreht. Ich habe selbst schon an ein paar Kurzfilmen mitgearbeitet und weiß, wie viel Arbeit allein schon ein 5-minütiger Take ohne Cut sein kann. Aber über 145 Minuten hinweg den Fokus zu behalten und keinerlei Fehler dabei zu machen, grenzt an Wahnsinn. Der Film wurde innerhalb einer Nacht dreimal hintereinander gedreht und das für den Regisseur perfekte Take wurde dann für den Film übernommen. Und was das für ein unfassbarer Kraftakt sein musste, denn es geht
durch Gebüsche, auf Dächer, in einen Lift, in fahrende Autos, in Dutzende Wohnhäuser, durch Clubs und, und. Dieser Film grenzt für mich ein filmisches Wunder, das ich in diesem Ausmaß nicht für möglich gehalten hatte und ich auch so noch nie gesehen habe. Es hätte nur ein Schauspieler oder jemand anders vom Team einen Fehler machen müssen oder irgendwie drüber stolpern müssen über ein Kabel oder so und sie hätten komplett von vorne starten müssen. Aber es haben sich alle reingehängt, um das Beste daraus zu machen. Das Hauptlob muss hier natürlich auf den norwegischen Kameramann Sturla Brand Grøvlen fallen, dem es gelang, immer den Fokus auf das Essentielle beizubehalten und diesen Kraftakt mit Bravour meisterte. Wäre die Academy fair, müsste er nächstes Jahr eine Oscar-Nominierung für die beste Kamera bekommen, aber leider werden in dieser Kategorie nur selten nicht englischsprachige Filme nominiert. Dadurch, dass der Film aufgrund der sich ständig bewegenden Kamera in Echtzeit stattfindet, fühlt sich das Ganze sehr authentisch an, was dann auch noch durch den grandiosen Cast verstärkt wird. Frank Rogowski als Boxer, Burak Yigit als Blinker und Max Mauf als Fuß haben allesamt einen tollen Job abgeliefert und über die lange Zeit hinweg nie die Konzentration verloren. Jedoch am meisten Lob gebührt hier einerseits dem mir zuvor nur aus Die Welle bekannten Frederik Lau als Sonne, den man durch seine leicht dümmliche Art und seine Konversationen mit Victoria in gebrochenem Englisch schnell ins Herz spielt und dann als alles außer Gefecht läuft, kann man mit seinem Charakter aufgrund Laus fantastischen Spiel immer noch mitfiebern. Das Highlight im Cast ist jedoch in meinen Augen die mir zuvor komplett unbekannte spanische Darstellerin Laia Costa als Victoria. Durch ihre sehr niedliche und verspielte Art wächst sie einen schnell ans Herz und umso mehr leidet man dann mit ihr mit, als sie in das Verbrechen mit reingezogen wird. Da der Film auf einem nur 12-seitigen Drehbuch basiert, musste verständlicherweise auch viel improvisiert werden und Regisseur Sebastian Schipper gab den Darstellern meines Wissens nach durch Kopfhörer Regieanweisungen. Durch die Improvisation der Darsteller wird dem Film noch mehr Realismus verliehen und als sich Sonne und Victoria ineinander verlieben, denkt man, man sieht sich hier gerade wirklich ein verliebtes Pärchen an, da dies so authentisch wirkte, vor allem in einer Szene, in der sich die beiden im Café, in dem Victoria arbeitet, über ihre Vergangenheit unterhalten und sie ihm ihre Künste am Piano zeigte. Das war wirklich einer der schönsten Momente, die ich je im Kino hatte. Ein Bravo an den gesamten Cast und ein großes Dankeschön an Lau und Costa für welche der vermutlich besten schauspielerischen Leistungen, die ich je in einem Film gesehen habe. Ich habe von ein paar Leuten gehört, die meinten, der Film sei nur ein Gimmickfilm, habe doch gar keinen Plot, was sowieso mal kompletter Blödsinn ist, da der Film einen Heist- bzw. Gangsterfilm-Plot hat. Und weiters habe ich von anderen gehört, die meinen, dass sobald der Heist-Plot des Films beginnt, verliere der Film viel von seinem zuvor aufgebauten Realismus, was ich aber nicht unterstreichen kann, denn wir lesen ja ständig in den Medien, was für unfassbare Dinge in Großstädten passieren können, da halte ich den Ausgang wie in diesem Film hier für absolut möglich. Aufgrund der Tatsache, dass der Film eben in Echtzeit spielte, hatte ich das Gefühl, ich sei mitten im Geschehen und dadurch konnte mir der Film die Augen öffnen und zeigen, was alles innerhalb von 2,5 Stunden passieren könnte. Auch hatte der Film einige interessante Ideen, wie beispielsweise die in einem Film, von dem ein Hauptplotpoint ein Bankraub ist, den eigentlichen Bankraub nie direkt zu zeigen, was das Ganze umso spannender macht und diese Idee fand ich richtig genial. Auch hatte der Film meiner Meinung nach einen sozialkritischen Aspekt und diente auch als Kritik gegenüber der Intoleranz von manchen Deutschen, denn Victoria ist nun mal bereits schon seit einigen Monaten in Berlin und hatte scheinbar vor ihrer Begegnung mit den Jungs noch keine wirklichen Bekanntschaften gemacht und dadurch wollte man, glaube ich, zeigen, wie schwer man es als Ausländer in Deutschland haben kann. Ich finde wirklich keinen einzigen Fehler bei Victoria. In meinen Augen das erste Meisterwerk in diesem Jahr. Dieser Film ist der perfekte Seitenhieb gegen Leute, die ständig gegen das deutsche Kino meckern. Denn sowas nenne ich wahrlich fantastisches Kino und Victoria bekommt von mir 9,5 von 10 möglichen Punkten. Falls sich Leute wundern, weshalb ich ihm nicht 10 Punkte gebe, diese Punktezahl vergebe ich erst, nachdem ich einen Film mindestens bereits 2-mal gesehen habe. Aber falls ihr noch die Möglichkeit bekommt, den Film im Kino anzuschauen, bitte tut es, denn der Film scheint ja leider aufgrund kaum vorhandenen Marketings nicht sonderlich viel einzunehmen. Das war meine Kritik zu Victoria. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Als nächstes folgt meine Kritik zum österreichischen Psychothriller Ich sehe, ich sehe. Tschüss!